Community, herzlich willkommen zur weiteren Folge von GTA 5 LSPD. Wer Officer Dennis ist wieder da. Ich bin ja eigentlich dafür eingeteilt, die Autobahn hier zu schützen, aber wir sind immer noch ein bisschen bei der Bank hier unterwegs. Es lichtet sich langsam alles. Ja, wir haben nicht mehr so viele Probleme hier. Müssen nur noch ein paar Fahrzeuge abschleppen lassen, dann gehen wir mal rein. Wir haben noch einige Leichen hier, die jetzt auch hier weggebracht werden und dann ist dieser Einsatz beendet. Wie gesagt, letzte Folge reinziehen unbedingt, wenn ihr es verpasst habt. Es war sehr, sehr viel los. So, der Krankenwagen, der muss auch noch hier weg. Wobei, den können wir da stehen lassen, der stört ja keinen. So. Hopp. Okay, prima. Okay, ich vertraue dem da jetzt einfach mal. Okay, die machen das hier, die kümmern sich um die Leichen alle. Ich gehe mal kurz hier rein. Wie sieht's denn hier drin aus? Wurde irgendeiner hier wiederbelebt, den ich mitnehmen kann? Weil hier gab es ja ein Massaker drin. Ich weiß nicht, da liegt ein Leichensack, okay. Ach, hier können wir jetzt nicht mehr rein. Alles klar, ja klar, warum sollten wir auch? Wir sind ja nur von der Polizei. Wieso sollten wir auch da rein dürfen, ne? Wieso denn auch? So, was ist denn hier? Boah, Alter, hat er mich erschrocken. Steht er da einfach wie so eine... Okay, hier. Okay, ich gehe noch da drüben gucken. Hier sind noch die Einschusslöcher. Da muss die Bank auf jeden Fall noch die Tür wechseln. Da steht auch noch einer. Ja, du kannst eigentlich gehen. Okay, da liegt auch noch jemand totes. Naja, okay. Aber sonst im Groben und Ganzen haben wir das hier erledigt. Das ist schon mal gut. Hui. So, dann geht es jetzt endlich mal Richtung Freeway und Brase zu stoppen und so weiter. Und wer weiß, was da wieder passiert. Kennt das ja. Und ich lese mal die Kommentare und ihr wolltet ja sicherlich auch, dass ich mal zum Militärstützpunkt fahre und so weiter. Leute, es... Hä? Was soll ich dazu sagen? Okay. So, ist erledigt hier, ne? Wir können die Straße wieder öffnen. So. Achso, ist schon open. Ja, jetzt ist open. So, die Autos können wieder hier durchfahren. Und wir können uns verziehen. Liegt zwar noch ein Leichensack auf der Straße, aber das machen die schon. Mann, Freunde, was war denn da los? Ich markiere mir mal ganz kurz den Freeway, damit ich weiß, wo ich hinfahren muss, ne, weil Los Santos ist ja ein großes Fleckchen, auch wenn man so viele Folgen davon gemacht hat. So. Okay. Was? Wie hat er mich genannt? Ich wollte schon sagen, ich habe Animal, also ich dachte, der hat mich jetzt als Tier herabgestuft, der Mann. Ich bin ein Teil des Gesetzes. So. Wir warten jetzt, bis es grün wird. Und, ja, Freunde, das Ding ist, ihr wisst ja, im Juni bin ich viel unterwegs. Ich weiß halt noch nicht genau, wie viele Folgen von GTA 5 LSPD da noch kommen können. Oder beziehungsweise, das ist es nicht. Also, es kommen noch welche. Aber die Frage ist eher, wie viele Folgen, also, anders gesagt, ob ich es schaffe, alle Folgen aufzunehmen während meiner Abwesenheit. Ja? Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auf Twitter und auf Facebook folgen. Das findet ihr unter diesem Video verlinkt. Dort poste ich dann, wenn etwas ausfällt, weil bei YouTube kann man das ja leider nicht kommunizieren. Okay, wir haben einen Terroranschlag mal wieder in LS. Wir kennen das ja schon und da stehen die auch schon. Boah. Alter! Der hat sich in die Luft gesprengt! Roger that, we're on our way. Charlie 4, roger that. We're in the area. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Wir haben diesen Einsatz schon so oft gemacht, aber wir hatten noch nie, dass sich jemand mit einem Bombengürtel hochgesprengt hat, mit einer Bombenweste. Alter Schwede, wie krass ist das denn? Okay, wir haben es leider nicht überlebt. Wir sind in letzter Zeit sehr oft gestorben. Wir werden immer sterben. Ach, Mann. Wir müssen zur Autobahn. Diese Autobahn ist unsere einzige Überlebenschance. Das sind die ganzen Wahnsinnigen nicht. Ah. Bus Center. Wann kommt denn mein Polizeiwagen? Da nicht angefordert. Wo ist der Polizeiwagen? Guck mal, hier ist der Bus Center. Mal rübergehen, mal kurz gucken, während das Polizeiauto auf sich warten lässt. Stimmt, hier können wir... Ich warte immer noch auf so eine Busmod, ne? So. Unser Polizeiwagen ist da. Okay, ein Drug Deal.
wobei, wir fahren zur Autobahn. Komm, ich muss mich mal an meine eigentlichen Aufgaben darauf fokussieren. Jetzt haben wir natürlich nicht den richtigen Streifenwagen, aber das ist alles kein Problem. Dann sollte es nicht scheitern. Und wir sind schon auf der Auffahrt, die ich auch nehmen wollte. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt, liebe Freunde. So. Hopp. Okay, wer fährt... Also der Wagen vor uns, der hat schon ordentlich Speed drauf, ne? Guck mal, der hier, der blaue. Den halten wir mal an. Man kann irgendwie... Was war das? Steuerung und I oder so, dann... Aber guck mal, der fährt ja sowieso rechts ran. Wie soll man woanders halten? Man kann ja irgendwie sagen, dass er einem folgen kann. Aber wie ging das nochmal? Steuerung I oder so? Nee. Ah, ich weiß es auch nicht. Egal, Hauptsache der steht. So. Aber ich stelle mich mal hier so hin, damit wir das hier absperren. Alter. So, dann sollen die mal eine Ausweichroute nehmen, die Leute. Hä? Was? Die ist selber? Die ist... die ist... Okay. Wir haben gerade eine Agentin angehalten. Okay, die dürfen... Also die hat IAA, also die hat schon einen besonderen Status. Ups, hoffentlich meldet die erst nicht... Aber so wie die gefahren ist... Warte mal, da nehme ich mal die Spur auf hier. Ich will mal gerne wissen, wer das ist. Wir bedrängen die jetzt mal ein bisschen. Wo fährt die hin? Vielleicht hat die uns ja geflaxt. Ich will den Ausweis gerne nochmal sehen. So, sie bleiben jetzt mal stehen hier. Jetzt. Die fährt einfach mal weg. Ach, die interessiert sich wahrscheinlich. Die hat, die ist ja von einem höheren Department. Mhm. Ja, okay, dann lassen wir die. Blöde. Dame. So. Ach, guck mal, hier ist eine Rennstrecke. Oder was ist das? Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, nicht eine Rennstrecke. Ja, doch. Was warte mal, was ist das hier? Was macht der da? Guten Tag. Der Herr. Hä? Das ging voll in die Hose. Merkst du? Aua! Aua! Beim Racetrack, yo! Rein da, hinterher. Go, 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 go! So geht's nicht. Der will Richtung Vinewood. Boah, warum ist der... Was war das? Der stand ja die ganze Zeit... Oh, der fährt in der Sackgasse. Guck mal. Alter! Ja, danke schön. Das war sehr clever. So, der hat sich festgefahren. Ja, Kollege Bartwurst. Ey! Hier bleiben. Oh. On your knees. So wie die immer schreien. Zack. Das war nix. Danke, Kollegin. Wir haben den Clifford Hex. Den Clivy. Clivy B habe ich. So. Mr. Hex. Nichts Interessantes gefunden. Wegen ihnen liegt auch nichts vor. Bisher. Ja, jetzt schon, aber... So geht das nicht, Cliffy B. Roger. A burnt spoon. Okay. Er hat also Drogen konsumiert. So. No dead bodies detected. Hä? Achso. Oh, sorry. Ja, einmal Kennzeichen. Und einmal den Tow Truck. Ja, schieb mich einfach weg. Ist kein Problem. Ja, du auch. Schieb mich weg. Oh, da wird jemand gerade sexuell. Okay, ich fahr rüber. Hit and run. Ah, siehste. Gut, dass wir das Auto gestoppt haben. Toll. Gut, dass wir das Auto gestoppt haben. So, der wird ja gleich abgeschleppt. Der Wagen ist, achso, ist schon weg. Warum auch immer. Okay, hier müssen wir, hier ist irgendein sexuelles Verbrechen begangen worden. Ist übrigens, ist übrigens neu, dieser Auftrag. Ist brand new. Was ist denn hier los? Hä? Hey. Enoch, knock. Renn, lauf! Ey, ich kann nicht bewegen. Was will der? Was macht der denn da? Der will die...
Den tackeln wir um jetzt. Oh, der holt die ein. Bah! Hat der da eine Hand? Eine Flasche, okay. Genau, you're a loser. Ich will ihn gar nicht anfassen. Ich will den nicht anfassen, der ist so eine komische Beule in der Hose. Okay, Mr. Rocks. Sie rocken überhaupt nicht. Halt die Klappe. So. Guck dir das an hier, ne? Wie erbärmlich er da steht. Ein richtiger Willy Wonka, weißt du? Der will richtig die Palme zum komm. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ein Frauenbegehen hier, du Idiot. Okay, der nimmt den mit, ne? Wo ist jetzt mein Polizeiwagen? Der steht da irgendwo da hinten. Ja, ich hol den mal eben. So geht das nicht. Nicht in Los Santos. Okay. Oh. Geht in die Car. Okay, rein da. Sirene aus. Repair nochmal. Tut mir leid, ich muss den Wagen nochmal reparieren. Attention all units. Oh. An ambulance call. An unconscious civilian in... Bin doch schon... Hä? press U. Okay. Derzeit, komm, ich rufe erstmal einen Krankenwagen. Und jetzt komm. Steh auf, Junge, steh auf! Es besteht noch die Hoffnung! Steh auf, Junge! Ich weiß, aus dir kann auch was werden. Komm. We were, we were. Rock you. Rock you. So, wo ist der Krankenwagen? Oh Mann, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Oh doch! It's happening! What happened? Er bewegt sich. Die hauen einfach ab. Was ist hier los? Was macht er? Was ist denn? Er steht wieder auf. Okay, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht richtig gut aus, Leute. Wir haben ihm das Leben gerettet. Ja! Okay, guter Mann. Sind Sie wieder fit? Okay, warte mal. Wollen wir nehmen mal ein Taxi rufen, ey, lieber? Können wir noch was anderes machen? Check mal seinen Bank-Account. Der ist irgendwie komisch. Warum kippt der einfach hier um? Unpaid Child Support. Oh, okay. Also er hat keinen Unterhalt gezahlt. Naja, naja, naja. Wir lassen ihn jetzt erstmal wieder gesund werden. Ja. So, das haben wir ja friedlich... Da ist schon wieder ein Geiler. Die Geilen von Los Santos, oder was? Ist das jetzt neu? Guck mal, da ist das Schrankkind hier nicht. Ja, toll. Warte mal, wir fahren dann... Boah, wie fährt denn der? Vorsicht. Boah, Vorsicht. Right. Da vorne ist der Notgeile wieder. Der ist ja auch so einer. Warum sind das immer so komische? Ja, aber wenn man... Alter, der läuft auch oben ohne hier rum, ne? Also dann... Würde mich auch nicht wundern. Wenn hier der spitze Bube... Boah! Du bist doch ein Ferkel. Die läuft einfach oben ohne in den Wald. Okay, mach's gut. Boah. Junge, das ist doch schon hart. Bleib stehen. Wo geht er jetzt hin? Junge, du solltest dich in Grund und Boden schämen für dein Verhalten, ne? Boah. Will dich gar nicht angucken. Nehmen wir mal mit. Danke. So. Gott, Gott, Gott. Die Geilen von Los Santos. Mann, Mann. Aber wir haben zwei Sexualverbrechen hier verhindert. Nicht behindert. So, und ich wollte hier immer noch zur Autobahn. Das machen wir jetzt auch. Ich drehe jetzt mal um. Okay, weil ich ja vom Gesetz bin, komm. Das sieht ja keiner. Ich stelle mich ja nur hier hin, undercover, und beobachte die Leute hier. Ich erkenne ja keiner. Wenn einer hier am Rasen ist, ne? Greift das Gesetz. Und da habe ich schon einen potenziellen Kandidat, der ziemlich drängelt. Na, 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 na. Dann auch gesehen.
Der schlittert aber da. Guck mal, wie der hier fährt. Der ist am Telefonieren, ne? Haha. Oh, scheiße. Das wird teuer. Kollege, der Führerschein ist weg. Er schaut sich um, okay. Hello. I was wondering. Gib mir deinen Dings. Ah, das ist eine Frau, okay. Sarah Lee Joine. Okay, wir fragen ihn mal ein paar Sachen. Oh, that's not of your business. Sie weiß ihre Rechte. Mhm. Achso, wir haben gefragt, ob die irgendwas Illegales gemacht hat. Sie möchte eine. Okay. Ganz ehrlich, die Dame darf aussteigen. Möchte uns keine Auskunft geben. Nix. Machen wir ruhig hier auf der Autobahn halt. Oh. Ich kontrolliere die mal. Kontrolliere die Frau mal. Die Frau will ich kontrollieren. So. So, die nehmen wir jetzt erstmal fest. Ne, da werden die Kollegen jetzt erstmal schön gucken, was da los ist. So, dann lassen wir einmal abholen. Derzeit checke ich mal ihr Auto. Shaved Keys, okay. Mhm. So, wir bauen einmal einen Towtruck, einen Abschlepper. Und ich würde einmal gerne das Kennzeichen checken. Hab das Auto auch ihr gehört. Okay. Oh, der kommt hier mit einem FIB-Wagen. So. Fahr das Auto mal hier zur Seite. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Damit das abgeschleppt wird, damit das hier niemanden behindert. Hä? Hat mir gerade jemand ernsthaft meinen Polizeiwagen geklaut? Wo ist mein Polizeiwagen? Na geil. Mein Auto wurde mir geklaut. Naja, Leute. Wir müssen jetzt hier mit der Karre fahren. Das bringt alles nichts. Aber wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode von GTA 5 LSPDFR. Bitte, bitte, bitte habt ein Auge auf Twitter und auf Facebook. Falls irgendwas ausfällt, dann benachrichtige ich euch dort. Und ja, danke fürs Zusehen. Macht's gut.